Na, ihr? Tja, die Bose Soundlink Mini 2. Hätte sie nicht das beste Gerät auf dem Markt sein können, ist sie das oder nicht? Jetzt im Review. Die Bose Soundlink Mini 2 ist aktuell für 169 Euro zu haben. Sie soll komfortabel in der Hand liegen und genau das tut sie auch. Sie ist sehr gut verarbeitet und sieht dazu noch ziemlich gut aus. Sie hält auch größere Stürze ab und hat mit dem Akku auf der Unterseite, den man sogar ausbauen kann, selbst eine Wechselmöglichkeit für welche, die sehr viel Musik hören. Das ist die Verpackung, es ist nichts weiter bei außer Kaminanzünder und Aufladekabel, dazu noch eine Ladeschale, die sehr komfortabel ist, wobei sie nicht ganz so gut verarbeitet ist wie das Gerät selber, aber ich denke, das kann man durchaus verschmerzen. Das Gerät selber hat neben den 5 Aktionstasten auch visuelles Feedback in Form von Leuchten und eine Art Sprachausgabe mit dabei, die sehr hilfreich ist, wenn man mal nicht so genau auf die Geräte achten will. Es liegt dazu noch sehr gut in der Hand, wie ich schon sagte, und hält auch mehr als nur Musik ab. Ich habe die Soundlink Mini in Form von Sport genutzt oder beim Hörbuch hören. Da ist sie sehr, sehr gut geeignet mit klaren Aufnahmen, wobei man sie aber, wenn man sie ganz laut hoch dreht, steuert sie etwas über und es klingt etwas blechern. Wenn man dies aber nicht tut, klingt sie sehr, sehr gut allen anderen Geräten überlegen. Dann bleibt eigentlich nur noch der Akku neben dem sehr guten Klang und dem gut ausgeglichenen Design. Der Akku soll bis zu 10 Stunden durchhalten. Das tut er in der Praxis teilweise auch. Er ist auf jeden Fall sehr gut und man kann ihn auch nicht mit anderen Geräten vergleichen, da er diesen deutlich überlegen ist. Aber an die 10 Stunden kommt er leider bei bestem Willen in keinstem Falle ran. Tja, was ist denn nun die Bose Soundlink Mini 2? Sie ist meiner Meinung nach der beste portable Lautsprecher, der im Moment für den Preis zu haben ist. Zwar ist der Preis auch recht groß, allerdings bietet Bose so viel Komfortabilität und Klang, dass man echt nichts mit diesem Gerät falsch machen kann. Jedem, der prinzipiell gerne Musik hört, würde ich dieses Gerät empfehlen. Allerdings muss man dann auch den sehr guten Klang wirklich mögen und es geht einem nicht nur darum, dass man Musik hört, sondern man muss eben diesen Klang mögen, um dann letztendlich auf die Bose umzusteigen. Und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, dieses Review hat euch gefallen. Wie gesagt, die Bose Soundlink Mini ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät. Testet es mal im Markt oder legt es euch einfach zu. Bis dann, Leute. Ciao.